Hallo und herzlich willkommen zu The Hunter Primal. Wir waren auf dem Weg zu Madame Celeste, diese Richtung. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, da ich ja immer zum Folgenende, ich habe es ja schon mal erwähnt, meine Tonspur rendere gleich, oder was heißt jedenfalls kurz bearbeite. Und die dann abspeichere. Und die Videodatei, den Dateinamen ändere und anpasse. Was natürlich zur Folge hat, dass ich hier immer eine kleine Weile stehen bleiben muss. Und nicht quasi sehen, was um mir herum passiert. Ich höre es nur. Und deshalb kann es nicht schaden, wenn ich mich ein bisschen umschaue. Was ist das hier? Ah ne, nur eine Palme. Eine niedrige. Dieser Mond hier, der schaut schon geil aus, aber Tag mag ich lieber. Ihr seht mehr, ich sehe mehr. Ist einfach irgendwie schöner, wenn hier eine Sonne scheint. Obwohl man nicht weiß, ob es unsere ist. Die gleiche meine ich, die wir so tagtäglich sehen. Weil wir sind ja irgendwo auf einem fremden Planeten und sollen den hier von den Dinosauriern befreien. Darum sage ich auch immer, wer weiß schon, ob auf diesem Huntermate Norden oben ist. Kann man ja nicht so ganz genau sagen. Ob es hier überhaupt einen Norden gibt. Wir tun jetzt mal so, als ob. Würde ich vorschlagen. Und behaupten einfach mal, hier ist es genauso wie bei uns auf der Erde. Hier könnten wir ein Spürchen aufnehmen. Das da wäre. Ja. Ein Triceratops. Grasend. Würde ich sagen, da unten. Wir schauen erstmal, was wir an Stuff finden. Ich weiß nicht, ob es cool wäre. In dem Spiel habe ich mir letztens mal überlegt, wenn man zum Beispiel hier in diesen verschiedenen Stationen, hier in diesen Basen, sagen wir mal auf 5 verschiedenen Basen hier auf der Insel, wenn es möglich wäre, dass man da irgendwie Waffen lagert. Und das immer im Spiel gespeichert wird. Aber nicht x-beliebig viele, sondern dass man vielleicht, ich weiß nicht, eine bestimmte Anzahl verschiedener Waffen speichern könnte. Es müssen ja nicht allzu viele sein. Einfach nur um so ein Würde das Sinn machen? Das Zielfernrohr mal mitzunehmen. Wir könnten vielleicht drinnen. Vielleicht doch nicht drinnen. Ich mach's lieber draußen, nicht, dass mir das doch die Wand durchbackt. Ich tu mal die Knarre hier raus. Bin mir nicht sicher, ob ich das unbedingt benötige mit meinen Zielkünsten. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, auf welche Entfernung
die Knarre hier auch noch eine ordentliche Durchschlagskraft hat. Ob das egal ist oder ob das wirklich an Durchschlagskraft verliert, je weiter das Ziel entfernt ist. So, jetzt haben wir hier die rote Munition, die können wir hier auch laden. Gut, die Knarre ist zu schwer für noch mitnehmen. Darum haben wir sie ja gerade vorhin raus. Ich lasse das mal so. Die habe ich hier da vorne liegen für einen Fall eines Falles. Ich habe hier gerade einen Triceratops grasen gehört. Aber wo? Das als Fernglas benutzen. Was ich schon ewig nicht mehr gefunden habe, ist genau dieses Fernglas, was jetzt normal nicht so ganz verkehrt ist. Ich gehe mal darüber, schau mal auf der anderen Seite runter. Also jede Folge in den Abschluss wäre natürlich nicht ganz verkehrt, weil sonst latsche ich ja hier nur durch die Gegend und erzähle irgendeinen Müll. Ich weiß auch gar nicht mehr so ganz genau, wo es mir den vorhin angezeigt hat. Wir schauen einfach hier nochmal. Ein Stein. Steht also hier so mit voller Größe im Visier. Ich kriege einen Herzinfarkt. Gut, die Texturen zum Beispiel, die sind noch ein bisschen manchmal ein bisschen verschachtelt. Hier geht es jetzt eigentlich. Aber ich habe es ja schon mal gehabt, dass die Texturen so in der Wiese so wirklich so kachelig waren. Ansonsten finde ich ja das irgendwie schon sehr hübsch hier, das Spiel. Gerade wenn dann teilweise die Sonne so aufgeht oder so, also oder manche die Wasseranimationen. Gut, Early Access, The Forest zum Beispiel. The Forest finde ich jetzt auch irgendwie, ja, ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Klar, hat man so Eingeborene, die ein bisschen rumrennen, aber da ist wieder so ein bisschen dieses Survival und Bau und ja, die Sache mit dabei. Aber da sind zum Beispiel, da ist jetzt auch ein bisschen Neuerungen dazugekommen, was die, ja, so zum Beispiel so ein Wasserfall und so Sachen. Aber da ist, wenn das Wasser unten aufkommt, auf dem Boden, ist quasi noch eben. Da ist keine Schaumkrone dann, wie es normalerweise wäre. Ja, das sind dann so Kleinigkeiten. Wenn die noch dazukommen, dann wird es richtig geil. Aber das ist ja noch in der Early Access Version oder Phase. Habe ich jetzt gerade hier irgendwo entfernt einen T-Rex gehört? Oder ist das meine Paranoia?
regnet es natürlich, da ist die Sicht auch nicht mehr so der Burner. Boah, ich bin gerade etwas erschrocken, muss ich zugeben. Ja, was machen wir? Ich habe den War das der Triceratops? Oder was war das? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe mal einfach mal in die Richtung. Ne, ich gehe nicht in die Richtung. Ich warte, bis der hier jetzt auf mich zukommt. So, machen wir es. Ihr habt es ja mit Sicherheit auch schon gesehen. Ich habe gelernt, hebt das Köpfchen. Und wir ballern dir hier unten eine rein in Halsgegend. Hallo. Jetzt habe ich es gerade gesagt und habe gerade im Moment die Luft nicht mehr angehalten. Das war wieder typisch. Ah, das sieht doch jetzt, wenn er jetzt stehen bleiben würde. Der schaut richtig alt aus irgendwie. Hier auch so eine schöne Wenn ich jetzt hier reinballer, ist das scheiße, glaube ich. Dich mal auf. Leg bitte die Knarre weg. Jawohl. Das wäre mir recht. Dieses blöde Zielfernrohr. Sehr viel Leben. Ich renne dem mal hinterher. Hoffe ich. Ist das hier eine Blutspur? Ich würde gerne eine Blutspur aufnehmen. Das wäre mir lieber. Ach nee, jetzt ist mir der wieder entkommen. Weil ich weiß nicht genau, natürlich jetzt hier. Wenn das keine Blutspur ist, ob das nicht die Spur ist, wo er vorher hier schon mal rumgelatscht ist. Das ist extrem ärgerlich. Den jetzt wieder verloren. Ich höre den irgendwo. Hier ist noch eine Spur, die nehme ich mal kurz. Blatt? Oh no. Leider nicht. Blutig. Ich nehme die trotzdem. Kameradschnürschuh. Wo ist er hin? Also das war jetzt auch wieder keine Glanzleistung. Jetzt habe ich schon gedacht, so vor ein, zwei Folgen,
kriege vielleicht doch langsam den Dreh raus und habe was gelernt. Aber es klappt nicht immer. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass ich komplett zu dämlich bin. Man muss es ja nicht immer schlechter hinstellen als wie. Keine Blutspur. Aber fliehend. Das ist dann schon unser Kamerad. Auf die Seite. Ich habe eigentlich gelernt, rückwärts soll ich gehen. Das kann auch nicht schaden. Boah. Ich sehe nichts mit diesem blöden Visier. Mist, jetzt war ich abgelenkt. Sorry dafür, dass mal kurz mein Telefon geklingelt hat. Das kann ich glaube ich auch nicht rausschneiden. Jetzt rennt er weg. Saublöd. Kommt er wieder? Der kommt wieder. Da hinten. Na, so kriege ich den nicht. Mit meinen Schießkünsten. Das war wieder mal extremste Munitionsverschwendung. Ja, leider hat das jetzt nicht geklappt und deshalb würde ich mich gerne hier an dieser Stelle wieder verabschieden. Mal in der Hoffnung, ja, ich gehe mal hier in die Hocke und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ich dann da wieder etwas effektiver bin und vielleicht auch das ein oder andere Mal geregelt kriege, dass wir hier wieder ein paar Abschüsse haben. Und wie gesagt, danke fürs Zuschauen, euer Eddie.